Willkommen, mein Name ist Marius Eber. Thema dieses Videos ist die Prüfungsfrage: Entwickeln Sie oder nennen Sie oder beschreiben Sie oder erläutern Sie Maßnahmen, um den Konflikt von Rauchern und Nichtrauchern zu lösen. Ja, also man unterstellt hier einen Konflikt und bittet Sie um ganz konkrete praktische Maßnahmen, um diesen Konflikt zwischen Rauchern und Nichtrauchern zu lösen. Und je nachdem, wie man hier formuliert, ne, man könnte hier formulieren nennen, man könnte auch formulieren erläutern. Ja, und alles, was ich gerade gesagt habe, beschreiben Sie, das ist so wie erläutern. Nennen bedeutet in der Tat, dass man so vorgehen kann. Spiegelstriche setzen und dann reicht im Prinzip eine sehr kurze Beschreibung. Und wenn man mit einem Wort auf den Punkt kommt, dann reicht dieses eine Wort. Ja, man muss also sehr genau darauf achten, ob in der Formulierung der Handlungsaufforderung formuliert wird, nennen Sie oder erläutern Sie. Und man kann sich auch orientieren an der Punktzahl. Ja, wie viel hier erwartet wird, vor allem wie viel Spiegelstriche hier sozusagen erwartet werden. Ich selber habe jetzt hier mal 5. 5 Punkte, die ich im Prinzip nenne. Ja, wenn es um Erläutern geht, dann muss man das halt noch ein bisschen ausführlicher beschreiben. Der erste Punkt ist die Büroteilung. Büroteilung, Raucher, Nichtraucher. Ich kürze ab. R für Raucher, N für Nichtraucher. Büroteilung, Raucher, Nichtraucher. Ist, und das kann man dann beim Erläutern, kann man das schreiben, also die Raucher kommen in ein Büro, die Nichtraucher kommen in ein anderes Büro. Das ist aber eine Unterteilung nach einer Gewohnheit und nicht eine Unterteilung, wer mit wem faktisch zusammenarbeiten sollte. Also es ist die Frage, ob man das wirklich durchsetzen kann. Ja, wirklich die Raucher in ein Büro, die Nichtraucher in ein anderes Büro, das unterstellt, dass alle die gleiche Aufgabe wahrnehmen und nicht voneinander abhängig sind. Ja, nehmen wir mal an, alle Arbeitsplätze sind Textverarbeitungsarbeitsplätze, wo die Mitarbeiter im Prinzip am Computer sitzen und dann Diktierbänder bekommen und diese Diktierbänder mehr oder weniger runterschreiben, dann könnte man das so machen. Dann könnte man die Raucher in ein Büro und die Nichtraucher in ein anderes Büro, in einem anderen Büro unterbringen. Und da wäre es möglich. Aber sobald Zusammenarbeit nötig ist, es hier um Teams geht, wird das schwierig. Das nächste sind Raucherzonen, beziehungsweise Raucherräume. Ja, das setzt voraus, dass man das Rauchen im Prinzip auf die Pausen reduziert. Da hat der Arbeitgeber das Recht. Ja, und dann die Leute auf die Raucherräume verweist. Damit einhergehen dann eben auch die Raucherpausen. Ja, die Raucherpausen, die dann in den Raucherräumen stattfinden sollten. Also man kann hier Maßnahmen auch kombinieren. Das nächste sind technische Einrichtungen. Und ich gebe Ihnen ein Beispiel, was man sich darunter vorstellen kann. Das ist gleichzeitig das einzige praktische Beispiel, das ich persönlich kenne. Und zwar sind es die Rauch- oder Raucherkabinen. Sie haben das sicher auf Flughäfen gesehen. Die Raucherkabinen, wo die Leute praktisch in einem separaten, wie soll man das nennen, in so einer Art Käseglocke sind, wo dann der Rauch auch nach oben abgesaugt wird und andere, die vorbeigehen, davon nicht betroffen sind. Ja, wie weit das für einen Arbeitgeber eine sinnvolle Maßnahme ist, weiß ich nicht, tendenziell eher nicht. Auf Flughäfen, ja, gibt es das, funktioniert offensichtlich,
aber für den Arbeitgeber, aber nennen kann man es auf jeden Fall. So, und dann Veränderungsmaßnahmen. Veränderungsmaßnahmen, und das sind zum Beispiel Nichtraucher-Seminare. Ja, aber denken Sie hier dran bitte, und das könnte man hier beim Erläutern sagen, je mehr von oben herab der Arbeitgeber so etwas verfügt, desto größer sind die Widerstände. Ja, da wird es Leute geben, die tendenziell sagen, ja, ich würde vielleicht schon gerne aufhören, aber wenn der Arbeitgeber mir das jetzt vorschreibt, ich soll da Nichtraucherseminar besuchen, dann mache ich das allein schon deswegen nicht, weil der Impuls jetzt vom Arbeitgeber kommt. Ja, also man kann so etwas machen, aber im Prinzip auf freiwilliger Basis. Also die Leute, die wirklich schon mehrfach vielleicht versucht haben, diese Gewohnheit loszuwerden, und wenn dann der Arbeitgeber ein Seminar bezahlt für die Leute, die wirklich dazu aus Eigeninitiative bereit sind, dann kann man so etwas versuchen. Aber darüber hinaus wird das, wie alle diese Maßnahmen, grandios scheitern. Es wird zu Widerständen führen. Egal, wie sinnvoll die Maßnahme sein mag, die der Arbeitgeber von oben sozusagen verordnet, er wird deswegen auf Widerstände stoßen, weil es von oben verordnet ist. Auch wenn die Maßnahme an sich sinnvoll sein könnte. Also auch das muss man dabei bedenken. Okay, das sind 1, 2, 3, 4, 5 Maßnahmen. Alle kann man nennen, alle taugen in der Prüfung für Punkte. Ja, und damit ist die Aufgabe im Prinzip auch erschöpft. Da hat man also die verschiedensten Dinge hier. Man hat nicht einen Gedanken immer wiederholt, sondern man hat verschiedene Aspekte, das Problem aus verschiedenen Perspektiven beleuchtet. Das ist immer wichtig. Ne? Ist der nächste Punkt wirklich ein neuer Gedanke? Oder ist das irgendwie der erste Gedanke nur nochmal anders formuliert? Das ist auch entscheidend dafür, ob man die Punkte bekommt. Alles Gute, Marius Ebert. Für Lernhilfen und Prüfungstipps klicken Sie auf den Link unter diesem Video.